Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Lass uns handeln.
Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lasse ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück. Du kannst es brauchen. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau, ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse. Am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie?
Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Und ich habe schon mehr als genug davon. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Warte! Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt?
Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Wie hoch ist die Belohnung für Delgado? 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Mach dich nützlich. Suchst du was? Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für sie. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind... Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut.
gut. Du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst.